So, da sind wir wieder. Ich habe gelevelt und ja, ich zeige euch das mal eben. Also, Level 49, Level 46, Level 47, Level 58. Ja, ich habe relativ viel gelevelt. Ich glaube sogar teilweise 15 Level bei einigen, bei zum Beispiel Stan oder so. War da 30, als ich angefangen habe zu leveln? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal 2 Stunden gelevelt und dann war da gedacht, so, jetzt dauert es mir zu lang, bis ich ein Level ab habe. Ich hatte davor alle 5 Minuten Level ab. Das mir ein Zeichen war, okay, ich sollte noch leveln und jetzt habe ich gar kein Level ab mehr. Längere Zeit bekommen, also ich glaube so 10 Minuten. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich genug gelevelt. So, deswegen. Oh, hier fehlt noch ein bisschen. Ich sollte auch vielleicht noch mein Inventar voll machen. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob ich es voll gemacht habe. Schauen wir mal eben. 9, 9, ja. Okay, ich habe relativ viel, ne? Lebensgleich habe ich auch eigentlich mehr als genug. Eisenfrüchte. Brauche ich die? Ich weiß es nicht. Auch genug. Ne, wir machen das nicht mehr voll. Aber was ich noch machen sollte, ist vielleicht, dass sich die Charaktere auch holen von Mana her. Gerade Asparagat hat ein bisschen wenig. Das machen wir mal eben besser. Wenn wir das haben, ja, machen wir mal. Wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen hier, ne? Ein bisschen, ja, endlich mal Richtung Ende gehen des Spiels. Zumindest dann mal das mittlere Ende. So, dann wollen wir mal direkt. Jetzt auch direkt, ne? Ja. Also Magie. Teleport! Und dann wollen wir nach Dorfgate. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt was wird. Ohohoho. So. Und los geht's. Speichern wir erstmal, würde ich sagen, bevor wir da runtergehen. Was kann ich heute für euch tun? Ich würde gerne sichern. Ich habe mir eure Geschichte gemerkt. Wollt ihr eure Reise fortsetzen? Ja, natürlich. Seid ihr bitte vorsichtig auf eure Reise. Okay. So. So. Ich muss gerade was machen. Ah, okay. Mein Fehler. Deswegen war gerade kurz der Ton weg. Ich hab mich im kurz was umstecken müssen. Upsala. Also ganz kurz war der weg, glaube ich, ne? Ich hoffe nur ganz kurz. So, also dann machen wir mal. So. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen was hier geregelt kriegen, ne? So, lass mal gucken. Was haben wir denn da? Die beiden, die können wir auch weghauen. Das weiß ich, weil ich ja hier trainiert habe in dem Raum. Aber ich habe nichts, keine Kiste gegriffen, ich bin, hab auch nichts. Ich bin wirklich nur an der unteren Rand des Bildes die ganze Zeit hin und her gelaufen. So, und die Raise Guard, die kippt gleich um, hoffen wir mal. Dip, 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 die HP klauen. Oh, da hält sich die Drecksau hoch. Aber im Prinzip sind diese hier wirklich kein Problem. Ich habe nur eine Monster-Kombo, die echt gefährlich ist. Ich hoffe, wir sehen die nicht so oft, weil der Kampf geht auch lang. Und da bringt auch irgendwie das Training, glaube ich, nicht viel. Da muss ich entweder andere Leute noch mitnehmen, die so viel Schaden machen wie Rio, die ich jetzt aber nicht dabei habe. Und die müsste ich dann wahrscheinlich auch wieder trainieren. Oder ich müsste bessere Ausrüstung haben, die ich aber jetzt noch nicht haben kann. Es gibt noch einmal bessere Ausrüstung, aber da sind wir noch nicht. Die Golgotha-Rider. Spezialattacke. Bam. Weg bist du. Leider ist sie nicht auf anderen gegangen. Egal. Aber dafür, oh, auch gut. Spezialattacke, sehr gut. So.
Nimm mal mit Stan die Abkürzung, oder? Weil trainieren muss ich ja nicht mehr. Ich hau trotzdem noch alles weg. Weil, wenn wir noch ein Level mitnehmen können, nehmen wir noch ein Level mit. Schön ausgewichen. Ja. Ich darf natürlich nicht zu übermütig werden. Ich muss immer noch aufpassen, dass ich hier nicht verreck. Ausgewichen mal wieder. Ausgewichen. Merkt man schon, das Training hat sich ausgezahlt. Man weicht viel, viel öfter aus. Spezialattacke. Wow, fast One-Hit. Und tschüss. Nein! Och, komm. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ernsthaft. So, wir müssen jetzt mal eben stehen da oben und drüber da. So. Ach, verdammt. Ich bin so dumm. Das geht auch. Zack. Tot. Der einzige Zauber, der auch gefährlich sein kann. Weil der einfach mal in Sinn einen umhaut. Da kann man noch so. Wobei, ich glaube, der Stamina-Wert hat da Einfluss drauf. Ob das funktioniert. Und da hat leider nur Ryo einen sehr hohen. Das ist zwar ein Item, was das erhöht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das permanent ist. Ich habe keine Ahnung. Könnte man hier farmen. Das ist die Kraftquelle, das Item. Aber die droppt hier auch ab und an mal so ganz, ganz selten. So. Autoangriff. Habe ich halt beim Leveln gesehen, deswegen weiß ich das. Und dann habe ich die ganzen Kraftquellen einfach Ryo gegeben. Wundert euch also nicht, wenn er ein bisschen mehr hat. Aber es war nicht viel. Also vielleicht 5 oder so. Aber farmen könnte man die hier theoretisch. Muss man halt nur sehr viel hier drin rumlaufen. Aber die braucht man ja auch gebrauchen, die Kraftquelle, um weißen Kugeln herzustellen, die ja AP wiedergeben. So, wir haben die Abkürzung genutzt. Die Kiste da haben wir ja schon letztes Mal aufgemacht. Oh, wie sieht das denn aus? Ist ja interessant hier. Hallo. Und da haben wir nochmal die zwei. So, hier könnten natürlich auch jetzt neue Bosse, Gegner kommen. Was ich aber nicht weiß. Deswegen gucken wir mal. Ich hoffe mal nicht, ehrlich gesagt. Falls man sich noch erinnern kann, wo die... Beim schlechten Ende war das, glaube ich, oder? Da haben wir doch oder war das... Doch, das war beim schlechten Ende. Wo wir dann die Dunkelschamanen geholt haben, glaube ich. Und dann da unten gekämpft haben. Ganz böse. Und dann da kam so ein Dämon, der richtig krass war. Einfach. Die kommen hier, glaube ich, auch noch drin vor. Wenn meine Erinnerung sich nicht trügt. Oh, das ist schon so lange her. Puh. Und ich weiß... Oh, da ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, die Kiste. Wir müssen uns doch bald hochheilen mal. Dann hat mein Handy geklingelt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Naja, was heißt hoffen? Also wäre schön, wenn man es nicht gehört hat. Leider kann ich das Mikrofon nicht so einstellen, wie ich möchte. Ich muss mir unbedingt noch eine Möglichkeit dafür zulegen. Oder ich sollte vielleicht mein Handy einfach mal auf Vibration stellen. Das würde vielleicht helfen. Ja. Naja. So, dann gehen wir mal darüber und hoffen mal, dass das sich jetzt hier lohnt. Oh, noch ein Angriff. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum diese Zufallskämpfe heute nicht mehr existieren. Finde ich ehrlich gesagt auch, also auch nicht mehr zeitgemäß, Zufallskämpfe. Da gibt es ja gerade die Diskussion wegen Final Fantasy VII im Remake. Kann ich mit leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass das Kampfsystem umgestellt wird. Ja? Also so ein Kampfsystem wie der hier, finde ich super. Taktisch. Guck mal, der ist jetzt eingeschlafen. Okay, dann muss ich mir wieder, kann ich jetzt irgendwie das Ding geben oder so. Ich kann taktieren. Ja? Ich kann immer, es gibt ja auch schwerere Kämpfe und so weiter. Und dann muss man taktisch angehen. Was mache ich jetzt? Heile ich jetzt oder greife ich doch lieber an? Und so weiter. Das sollte auf jeden Fall, also ich verstehe nicht, warum es sowas nicht mehr gibt. Runden, taktische Kämpfe. Naja. Und ist dein Held Jagdbogen. Kein Platz mehr im Gepäck. Was? Nein, nicht gut. Wieso habe ich keinen Platz mehr im Gepäck? Was hab ich denn da gemacht?
Items. Ordnen. Auto. Ja. So, jetzt mal wieder Platz, oder? Ach, ich habe, glaube ich, im Level so viele Items, irgendwie irgendwelche Ohrringe und so einen Scheiß aufgesammelt, den ich halt nicht brauche. So. Aber jetzt haben wir mal einen Bogen bekommen, den wir, glaube ich, gar nicht nutzen können, weil der nur für einen Charakter ist, den wir jetzt gar nicht dabei haben, ne? Gucken wir gerade mal. Ja. Sonnentuch, Sonnenmaske. Jedenfalls nicht. Bananendolch. Ist der besser? Nein, der ist schlechter. Megapeitsche, die haben wir schon einmal. Und dann Stab, Hitzestab. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Den habe ich aber dann schon länger, ne? Habe ich denn den ihr noch nicht gegeben? Oder habe ich den versehentlich ausgetauscht? Deswegen macht die nämlich auch keinen Schaden, ne? Ja, ja. So, aber mal eben kurz gucken, ob das auch wirklich eine Waffe ist, die ich da habe, oder ob das irgendein Item ist, das man benutzen kann. Ich werde gerade mal schauen. Jagdbogen, den haben wir für Woche. Okay, alles klar. Also brauchen wir einfach Woche mal. Irgendwann. Den werden wir bestimmt nochmal holen. Oh, da haben wir das Vieh. Oh, da haben wir das Vieh. So, da fahre ich jetzt mal lieber auf. Ich habe leider nicht geheilt vorher. So. Aspara macht mal Magie. Ding. Abwehr plus, Angriff plus. Arzt, haben wir nicht auch irgendwas, das uns gegen Verteidigung nimmt zu. Aufzenken, Eis mit Agility plus, Einschläfern. Schild, verringert Magieschaden. Ja, das machen wir doch mal. Und du greifst natürlich an. Nee, ach, das kann ich nur auf einen casten. Oh, ich lasse ja auf alle. Ne, dann machen wir lieber. Dann machen wir lieber Verteidigungs plus alle. So. Und du. Du greifst einfach mal an. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ifrit. Feueratem. Eben, den haben wir nur beim schlechten Ende gesehen. Deswegen haben wir nämlich auch keinen HP-Balken jetzt von dem. Was ein bisschen kacke ist. Natürlich die Frage, ob der Abwehr plus uns überhaupt was bringt, wenn wir Magieschaden gar nicht verringern können damit. War 42. Oder irgendwann macht er gut Damage. Irgendwann macht er gut Damage. So. Du greifst mal an, du machst jetzt Magie und du machst dann Phase 2 auf unseren lieben Ryu. Und du greifst an und dann wollen wir mal gucken. Wieder Feueratem. Und besiegt. Okay, so schwer ist er nicht mehr. So, aber wir heilen uns trotzdem mal eben hoch. So, und weiter geht's. So, ah ja, wir müssen hier runter auf jeden Fall. Aber die Kampfrate hier ist schon ziemlich hoch, muss man schon sagen. Nein! Oh, bitte. Ach, komm mal. Oh, nein. Okay. Und drin hat ein Level up. Yay. So. Jetzt muss ich mal eben. Hat damit sogar Ryu eingeholt vom Level her. Wir haben ja schon in einer der ersten Folgen, glaube ich, festgestellt, dass die anderen Charaktere weniger EP brauchen als der Hauptcharakter zum Level. Das sieht man hier auch, glaube ich, wieder. Ja, genau, Rinpo braucht nämlich jetzt 1.457.766 fürs nächste und Ryu braucht 1.791.000. Also mal eben knappe 300.000 mehr. So, Item. Wir haben ja leider nur einen Magier, der wiederbeleben kann. Das ist Nina, die wir aber auch gerade nicht dabei haben. Wir wollen uns das Spiel, glaube ich, ein bisschen schwerer machen. Nein, eigentlich will ich nur eine Kiste holen, die ich aber nur mit denen der Charakter-Kombo holen kann. Außer, jetzt, ich könnte Aspara austauschen. Will ich aber nicht. So. Machen wir dann vielleicht noch.
später. Zumal Aspara auch hier seine Fähigkeit nicht nutzen kann mit dem... Ach nö. Na Gott sei Dank ist Rio stark genug. So. Okay. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Wir machen dich platt. So. Weil die Naturfähigkeit funktioniert hier im Dungeon. Ach man, ey, ich bin gerade zu blöd im Drücken. Das gibt's doch gar nicht. Ich drehe schon nach wieder nach links. Ich bin doch nicht, ey. Wow. So. Jetzt aber bitte ganz schnell. So, gehen wir da runter? Gehen wir dann in die Hülle oder gehen wir links? Wir gehen erstmal links, oder? Wir gehen erstmal links, ja. Hier kann ich jetzt, glaube ich, Auto machen. Wir sind hochgeheilt. Ja, komm. Ifrit, du wirst sterben. Wow. Spezialattacke. Wow. Ja, der ist schon fast weg hier, ey. Kein Problem. Eine Runde. Boah, zwei waren es jetzt, ne? Wo muss das? Ich muss erstmal links gucken. Boah, ey, schon wieder ein Angriff. Wo wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier los? Das ist ja mehr. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Da kommen wir in der Folge ja nirgendwo hin. Also ich nehme jetzt einfach durchweg auf. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Wenn eine Folge zu lang wird, werde ich einfach mal einen Cut machen. Dann müsst ihr halt auf die nächste Folge warten. Ich sage aber dann nicht vorher Tschüss oder so. Weil das könnte ja dauern, bis ich durch den Dungeon durch bin. Bei der Angriffsrate. Heieiei. So. Jetzt aber. Lass mich gucken, was da oben ist. Eine Kiste! Eine Kiste! Eine Kiste! Oh, das war falsch. So. Todesatem, Todesatem, Todesatem. Und einer schläft. Ja. Und nochmal Todesatem. Und jetzt schlafen zwei. Das ist aber in der Regel kein Problem bei den Viechern. Bei Hypnos ist einfach Hypnos. Und da wecken sie den Rio wieder auf und zack. Und Todesatem mal wieder. Dumm, 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 dumm. Hat nicht funktioniert. Dumm, 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 dumm. Jetzt kann man von Glück reden, dass der Tod jetzt da nicht funktioniert hat. So, der schwere Schlag hat funktioniert aber. Und hat immer eben weggepistet. So. Denn erhält Holzpeitsche. Was ist denn... die könnte was für Aspara sein, tatsächlich. Wollen wir nochmal gucken. Jawoll! Mega-Peitsche ist schlechter als eine Holzpeitsche. Überhaupt, wie soll eine Holzpeitsche funktionieren? Egal. So. Ausgerüstet. Wir finden also Waffen. Und wir sehen, da oben ist auch... Ah, okay, da ist was mit der schwarzen... Das ist nämlich die Etage, wo wir auch die schwarze Schamanin finden. Haben wir da oben gesehen, ne? Das ist nämlich dann da, wo es nach rechts dann nachher geht. Alles klar. Da ist die Frage, gehen wir in die Höhle oder gehen wir in eine Etage tiefer? Ich glaube, wir gehen in die Höhle zuerst, oder? Ja, gehen wir mal in die Höhle. Gehen wir in die Höhle. Nein, dieser Hypnos-Typ hier platt ist, müssen wir uns erstmal wieder heilen, weil wir sind nicht mehr so weit gut oben. Wenn nämlich die eine Combo kommen sollte, bin ich am Arsch. Beziehungsweise Rio ist dann am Arsch, auf jeden Fall mal. So. Es gibt eine Monster-Combo, die ist echt böse. Die haben wir leider Gott sei Dank, nicht leider, sondern Gott sei Dank noch nicht gesehen. Die haben wir, glaube ich, aber in der letzten Folge gesehen. Die ist schon hart. Die drei, zwei grünen Elefanten, ich glaube, die haben wir gesehen, ne? Doch, ich glaube, da war was. So. Das war jetzt auch schon wieder ein paar Stunden her. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das in der letzten Folge drin ist. So, Auto. Bim, 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 bum, bam, 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 bam. Der Gold-Goda-Reiter. Todesatem. Schon wieder. Du gehst mir so auf den Sack mit deinen Todes.
So, jetzt aber, ne? Mal ein bisschen aufräumen hier. Boomer. So, weiter geht's. So. Gehen wir erstmal in die Höhle. Die richtige Entscheidung. Stein erhält Leuchthelm. Ein Leuchthelm? Kann man den vorher irgendjemand gebrauchen? Schauen wir mal. Rüstung, Rio. Leuchthelm. Also, okay, hier haben wir schon Leuchthelm an. Stan. Hat ja auch schon einen Leuchthelm an. Verdammt, die habe ich hier gekauft. John Maske. Hm, okay. Ja. Hm, schade. Okay, geht's auch nach unten oder ist es nach oben? Oder haben wir den ersten grünen Elefanten für heute? Egal, umhauen. Eine große Hand. Also große Hand heißt der Typ hier, aber das ist ein Elefant für mich, oder? Das ist so ein Elefant, come on, weiter. Mit 6 Hörnern. Und eben auf 2 Füßen und 2 Fäusten. Aber das sind die Viecher, die ich meine. So. So. Aber die sind halt, 2 sind die böse. Weil die halten viel aus. Und machen relativ viel, also die, weil die immer 2-mal turnen auch. Wenn sie denn mal turnen, aber hier macht er gerade einen Abwehrminus, daher kein Problem. Fehlgeschlagen sogar, wuhu. Und tschüss. Nein? Jetzt aber. So. Ja, wir gehen mal hier runter, würde ich sagen. Wieder eine Kiste, die wir jetzt nehmen wollen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das nach... Oh, okay, jetzt haben wir die scheiß Kombi. Okay, also. Machen wir den da. Machen wir den da. Machen wir Magie. Machen wir da Plus. Und machen dann erstmal... So. Problem ist, glaube ich, Aspara ist zu langsam, dass der Zauber erst kommt, wenn der erste Angriff durch ist, ja. So. Und ihr seht da 48 Schaden. Und wenn jetzt beide auf einen gehen, so wie jetzt in dem Fall, und beide sind mal Doppelangriff, dann ist mal eben ganz schnell die Schicht im Schacht. Die machen dann mal eben 400 Schaden an einer Figur. Das ist echt nicht wenig. 400, 200 meine ich. 200. So. Du greifst wieder an. Du musst jetzt mal ein Item fressen. Du heilst auch gleichzeitig. Bitte den hoch. Machen wir's. So, und du greifst wieder an. Los geht's. Jetzt gehen sie auf Rio. Wenn man jetzt da Zauber oben, dass das nicht mehr so viel Schaden macht. Schauen wir mal, den Schaden mal eben halbiert, den wir fressen. So. Aber das ist eben die Kombo, die echt böse ist. So. Du greifst an. Du greifst auch. Nee, du greifst nicht an. Du machst Magie. Verachten. Auf. Mach mal nochmal Stand, ne? So. Und dann angreifen. So. Alter. Mach doch mal Schaden. Die Frage ist natürlich, wie lange dieser Abwehr-Plus, den ich da gezaubert habe, überhaupt reicht. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob der noch immer ausläuft, ob der jetzt permanent ist, bis der Kampf vorbei ist. Keine Ahnung. So, jetzt können wir Autokampf machen. Der macht nichts mehr. Auf Wiedersehen. Und Stan erreicht Level 47. Wuhu. So. Gucken wir erstmal. Oh, da geht's noch weiter nach unten einfach nur, ne? Dann gehen wir wieder nach oben, gucken erstmal, was da auf der anderen Seite ist. Würde ich sagen. Ich glaube, das werde ich tun. Weil das hier scheint keine Sackgasse zu sein. Da kann man die Kisten nehmen und dann geht's noch weiter nach unten. Wenn wir jetzt nach oben gehen, die anderen Weg nach unten gehen und da ist eine Sackgasse, aber mit einer Kiste, dann haben wir nachher einfach nur eine Kiste verpasst. Und das möchte ich dann doch vermeiden.
Vermeiden, vermeiden. Wir müssen uns mal eben hochheilen, aber auch. Lang, ja, hm. Na, wohl, geht noch. So, aber wir gehen mal eben fix zurück, weil das hier sieht schon stark danach aus. Ach komm, ey. Oh, wie mich das nervt, dass ich da gerade die Gänge verpasse. Ich sollte vielleicht nicht rennen. So, aber immerhin hat sich schon mal ein bisschen gelohnt. Drei neue Waffen. Vielleicht zwei. Zwei neue Waffen. Und, ein Helm. Den wir aber nicht so wirklich gebrauchen können. So, nehmen wir eben schnell raus hier. Ah, war so klar. Ja. Oh, Aspara schneller geworden. Durch den. Oh, das ist sehr schön. Warum auch immer. Hast du doch, gar kein Level-Up gehabt, oder? Ah. Was? Haben die gar nicht 18? Wir hatten Angriff von hinten, deswegen. Ach, oh, So. Magie. Verarschen 2 auf Rio. Dann machen wir wieder Angriff. Abwehr minus. Hat auch funktioniert. Mhm. Genau, im Auto, das sollte schon gehen. Autsch. Tut mir übrigens leid, dass wir jetzt so lange im Dungeon sein werden, aber immerhin, ey, es ist der letzte Dungeon, also da wird man ein bisschen länger drin hängen würden, wahrscheinlich. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, wenn wir dann nachher dann das richtige Ende machen, also das richtige, das gute Ende, das beste Ende im Spiel. Ob ich nochmal alles zeige bis dahin, also ich zeige auf jeden Fall das, was man anders machen muss, das werde ich auf jeden Fall zeigen, ob ich dann alles... Weiß ich nicht. So. Guck mal denn hier aus? Ach, im gleichen Raum, aber hier oben auf der rechten Seite von der Kiste. Gute Entscheidung, richtige Entscheidung. Ich habe mich richtig entschieden. Ich freue mich. Yes, yes, yes. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber es ist so lange her. Man kann sich nicht mehr an alles erinnern. So. Mach den Golgotha, aber Arreiter mal platt, please. Immer noch nicht. Jetzt aber. Tschüss. So, ein bisschen XP mitgenommen. Jetzt gucken wir, was wir da drin haben. Haben wir noch genug Platz im Inventar. Er erhält Kraftquelle. Das ist nämlich genau das, was die Stamina erhöht. Klar kann ich alles Rio geben. Aber da ist das Rio doch stark genug. Und der mir dauernd verrägt, ist der Stan. Deswegen nutzen wir jetzt auch die Kraftquelle. Da ich sowieso alles andere kaufe. Oh, guck mal, wir haben sogar noch ein paar über vom Leveln. Stem. Ja, für den Stem benutzen wir das jetzt alles einfach mal. Okay, haben wir eine Kraftquelle gefunden. So.
Ausgewichen, dann umhauen. Und bevor ihr euch fragt, wenn das hier spiele ich ja jetzt komplett erstmal fertig, ne? Also wirklich mit beiden Enden jetzt, so, bevor ich irgendwas anderes mache. Lad's dann hoch. Und werd dann Minecraft fertig spielen. Definitiv. Lad das dann auch komplett hoch. Und werd dann Xenoverse anfangen plus ein neues Spiel. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, welches Spiel. Ich habe voll Bock auf etwas Neueres, aber was trotzdem Retro ist irgendwie. Mal gucken. Ich hab echt Bock auf so einige Games. Ich habe eine To-Do-Liste gemacht mit über 100 Spielen, die ich noch spielen will. Ich weiß einfach nicht wann und wie und wo. Also zeitlich muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Aber das ist jetzt immer so der grobe Fahrplan. Jetzt nach der großen Pause hier auf dem Channel, ey. Boah. So. Ausgewichen. Ja, ich sollte vielleicht jetzt gleich mal wieder ein bisschen heilen, auf jeden Fall, weil Rio ist doch schon ganz am Ende. Machen wir das mal eben. Wie viel AP hat denn euer Aspara noch? Ah, noch genug. Aber 200, das geht schon. So. So. Weiter geht's. Haben wir da noch was? Ich glaube nicht, ne? Da hat man nichts. Nee. Nur wieder nach oben. Schwerer Schlag! Kabuya! Zack! Ah, es gab einen Counterangriff? Ja. Und tschüss. So. Okay, gehen wir mal nach rechts jetzt. Wieder nach oben.